So, hallo, hier ist Blockchain Espresso und wir sprechen heute über den Etherist-Workshop, der am 29. Oktober in Mittweida stattfand. Der Ralf und der Mario waren Entsandte des DeFi-Jetzt-Podcast-Teams und haben dort teilgenommen. Und ich spreche jetzt heute mit Ihnen beiden darüber, was dort passiert ist. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wir hatten ja im Blockchain-Café Nummer 3, war das, glaube ich, hatten wir über dezentrale Versicherungen gesprochen gehabt. Und Idee bei den dezentralen Versicherungen ist, dass ein Orakel befragt wird. Und wenn das Orakel dieses sagt, dann gibt es halt die Ausschüttung für die Teilnehmer. Und wenn der Orakel jenes sagt, dann gibt es halt keine Ausschüttung. Also das Ganze funktioniert grob und vereinfacht ausgedrückt wie eine Wette. Und niemand muss jetzt da irgendwie eine Schadensmeldung einreichen, sondern es wird aufgrund von Orakelmeldungen eine Kompensation für irgendein Geschehnis ausgeschüttet oder auch nicht. Ja, zur Erklärung noch, ich gebe da mal eine kurze Einführung, wie der Workshop gelaufen ist. Zur Erklärung, ein Oracle ist also eine Schnittstelle zu einem externen Sensor oder einem externen IT-System, welches dann IT-Meldungen bzw. digitale Meldungen entsprechend in die Smart Contracts entscheidungsbasiert einspeist. Und der Smart Contract trifft dann die programmierte Entscheidung, kommt es zu einer Auszahlung oder nicht. Der Etherist-Workshop diente dazu, im Rahmen der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida ein großes Projekt umzusetzen bzw. beginnen umzusetzen. Und an diesem Beginn war am 29. ein Ideenwettbewerb angesetzt, wo Interessierte mit den Mitarbeitern von Etherisk und den Studenten des Blockchain Competence Centers der Hochschule Mittweida Ideen sammelten, die auf dieser dezentralen Versicherungsplattform von Etherisk dann umgesetzt werden sollen. Und diese Ideensammlungen betrafen mehrere Arbeitsgruppen. Wir waren insgesamt 20 Personen, haben uns da aufgeteilt und haben in 5 verschiedenen Gruppen erstmal Ideen, was könnte versichert oder abgesichert werden, gesammelt, haben die dann ausgetauscht. Jede Gruppe hatte so 2 bis 3 Ideen. Nachdem das dann erklärt worden ist, hat man versucht, in wieder unterschiedlichen Arbeitsgruppen Lösungen für die Idee zu finden oder Lösungswege zu diskutieren, was muss beachtet werden. Da waren der Mario und ich in unterschiedlichen Lösungsarbeitsgruppen. Der Mario kann ja kurz mal sagen, in welcher Arbeitsgruppe er war und was bei ihm rausgekommen ist. Und ich würde mich dann anschließen und mal erklären, was wir besprochen haben in unserer Arbeitsgruppe. In der zweiten Gruppe dann war ich im Bereich Technik. Es ging also darum, was kann man sozusagen im Bitcoin-Bereich technisch alles versichern. Und da hat man uns halt überlegt, wir könnten zum Beispiel den Verlust von Kryptowährungen oder auch den Verlust von persönlichen Daten und so weiter versichern. Aber wir sind dann, um wieder zu den Oracles zu kommen, eigentlich schon zu Beginn unserer Gruppenarbeit in eine Sackgasse gelaufen, denn die große Frage für uns hat sich herausgestellt, was sind denn eigentlich Daten wert? Wie weisen wir denn eigentlich den Verlust von Daten nach? Und sind dann sozusagen das Orakelproblem geritten, indem wir nicht sicherstellen können oder uns nicht vorstellen können, wie wir sozusagen diese Information, dieser Datenwert und der Datenverlust, der wirkliche, wie wir den in den Smart Contract beziehungsweise überhaupt in die technische Welt rüberbringen. Da hat der Herr Christoph dann, der Herr Musenbrock dann auch gesagt, also wenn wir das an dem Abend gelöst hätten, dann wären wir noch auf einen Schlag Milliardäre geworden, denn wir sind ja nicht die Einzigen, die sich an dem Orakelproblem den Kopf zerbrechen. Auf jeden Fall, ich fand es sehr gut rundherum. Das war eine schöne Gruppe. Beim nächsten Mal gehe ich nicht in den Technikbereich. Es war ein bisschen unbefriedigend, da halt wirklich man ist da einfach an die Wand gefahren mit dem Thema Technik. Aber Ralf, du hast dann auf ein anderes Thema. Ja, wie war es denn bei euch? Ich habe dann in meiner Arbeitsgruppe, in der ersten, wo wir auch nach Ideen oder Probleme aufgeworfen haben, haben wir dann in meiner Arbeitsgruppe nach Lösungen für eine möglicherweise Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit gesprochen und entworfen. Wie könnte ein solches System aussehen? Entweder territorial oder vielleicht auch für die gesamte Bundesrepublik. Immer auch mit in Betrachtziehung des heute existierenden Sozialversicherungssystems.
welche Probleme könnte man lösen, wie könnte man das lösen. Im Anschluss wurde dann ja auch wurden diese Lösungsvorschläge präsentiert, kurz diskutiert. Ja, es sind schon ein paar große, wie soll man sagen, Bretter, die man bohren müsste, um das Sozialgesetzbuch sozusagen mit einer solchen Versicherungsart oder Absicherungsart neu zu schreiben. Aber darum geht es ja, auch hier Ideen zu finden, die umsetzbar oder noch nicht umsetzbar sind, sodass man innerhalb dieses Projektes im Rahmen der Blockchain-Schaufensterregion Mittweida auch Dinge umsetzt, die, ich sag mal, innerhalb von 2 Jahren einen praktischen Mehrwert oder ein produktives Stadium erreichen können. Ich glaube oder bin mir sicher, dass wir beide hier, Mario, in einem frühen, extrem frühesten Stadium, wo die Versicherungswelt, die ja, wie uns dargestellt wurde, noch komplett schläft und die Zeichen der Zeit noch nie so richtig erkannt hat, bin mir sicher, dass wir dort einige zukünftige Gründer von Versicherungsstartups kennengelernt haben, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren vielleicht mit neuen Ideen und neuen Unternehmensgründungen in diesem Umfeld dezentralisierte Versicherungen um die Ecke kommen. Das war's mit dem dieswöchigen Blockchain-Espresso. Schaltet nächste Woche wieder ein. Folgt uns auf Telegram oder auf YouTube. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.